Liebe Wunderwerkfamilie, das Wochenende kommt näher und so möchte ich die Chance nutzen, euch schon jetzt ein paar Erklärungen zu unserem angekündigten Online-Gottesdienst weiterzugeben. Auch wenn die Kurzpredigt selbst nicht live sein wird, sondern eben schon ein paar Stunden vorher auf YouTube online gehen wird, ich lade euch ein, Sonntag, 10 Uhr Vormittag, für euch alleine oder eben, wenn ihr als Familie seid, zu reservieren und eben diese Zeit gut zu nutzen. Ihr könnt ausschlafen, ein Frühstück genießen und theoretisch sogar im Pyjama den Gottesdienst erleben. Ist ja auch mal was Feines, oder? In dem Ganzen fällt die Wegzeit weg und ich glaube, mehr Gründe brauche ich euch nicht zu sagen, warum es eigentlich recht einfach ist, sich Sonntagvormittag 60, 90 Minuten Zeit zu nehmen, um eben Gottesdienst zu feiern. Ja, wenn ihr wirklich alleine zu Hause seid und niemanden habt, mit dem ihr jetzt direkt eben neben euch beten könnt, gemeinsam diesen Gottesdienst feiern könnt, möchte ich nur die Idee mitgeben, dass ihr vielleicht mit einem guten Freund, Freundin euch einen Zeitpunkt vereinbart, wo ihr einander anruft, Gebetsanliegen austauscht und so zumindest ein Stück weit auch ein gemeinsames Erlebnis machen könnt. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Was bereiten wir vor? Wir möchten für euch, für uns jede Woche eine Worship-Setlist vorbereiten, einfach als Hilfestellung, Gott anzubeten. Und genauso jede Woche eine Kurzpredigt vorbereiten, als Inspiration, als eine Möglichkeit, Gottes Wort zu hören und dann natürlich auch auf die Kurzpredigt hin das Ganze zu vertiefen. Und drumherum dürft ihr kreativ werden. Was könnt also ihr vorbereiten? Natürlich könnt ihr Gebetszeiten einflechten, verschiedenste Formen von Gebet einbauen, Dankgebet, Bittgebet, Gottes Stimme hören. Ich glaube, ihr könnt da wirklich kreativ sein. Genauso möchte ich euch ermutigen, Abendmahl einzubauen. Hier werden wir euch schon nächste Woche wieder ein Video vorbereiten, in dem Abendmahl erklärt ist und wie ihr das als Einzelne oder als Familie gemeinsam umsetzen könnt. Und ja, zu guter Letzt, wie schon erwähnt, könnt ihr auf die Kurzpredigt hin auch noch einen persönlichen Austausch haben, Fragen stellen und vor allem füreinander da sein im Gebet und so einander stützen. Wenn ihr jetzt wirklich allein zu Hause seid und niemanden habt, mit dem ihr eure Anliegen teilen könnt, ich möchte euch da ein Angebot machen, uns auf gebet@wunderwerk.wien eure Gebetsanliegen zu schicken oder wenn ihr einen Rückruf braucht, dort eure Telefonnummer mitzuschicken und dann werden wir uns bemühen, euch zurückzurufen und so gut wie es möglich ist, euch dienen. Hey, in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich Gottes Frieden und Besonnenheit für dieses Wochenende und wir sehen uns dann am Sonntag.